Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4 Teil 35. Wir sind im 6. Französischen Krieg und wie wir noch im letzten Teil gesehen haben, nach Ausbruch. Ich habe inzwischen so einen Vorsprung in Disziplin, während die Franzosen für Moral haben, aber dass ich ihnen furchtbare Verluste zufüge. Ich denke also, Frankreich hat als Kriegsziel auch noch hier ganz hinten Ustiok ausgewählt. Die müssen also hier noch einmal, ja, das wäre glaube ich, ist glaube ich noch ein Stück hinter Moskau, wo die hinmarschieren müssen, wenn sie das besetzen wollen. Es wird ihnen so schnell nicht gelingen. Und hier ihre Angriffe, gut, ich habe eine große Schlacht verloren, aber natürlich mit heftigen Verlust für Franzosen. Jetzt habe ich sie gerade zurückgeschlagen, jetzt muss meine Armee sich verteilen, um weniger Verlust zu haben. Macht dem neue Uniform, oder? Schick, schick. Ach, da sieht man den Technikvorsprung gerade ganz gut, glaube ich. Ist nur eine Stufe, aber anscheinend gab es für die gerade neue Sprites. Ja, jedenfalls, die müssen erstmal Moral wieder aufbauen. Hier bin ich vielleicht auch ein bisschen dünn besetzt. Ich habe hier auf dem Balkan gerade sehr viel Truppen, aber ist ja okay. Wir müssen ja sehen, dass nicht doch noch Ustiok nachher fällt. Das hat, glaube ich, nee, das hat leider auch keine Burg. Das müssen wir ein bisschen aktiver, aber wir können es auch leicht wieder befreien, wenn es mal besetzt wird. Das ist der Vorteil. So, diesmal besetze ich auch Karelia, denn eins meiner Ziele wäre das hier zusammen. Ja, und mein Technikvorsprung ist aber, ich habe gesehen, also die Franzosen, sieht man das auch hier? Ja, sieht man die Ideen. Drei defensive Ideen, das heißt, die machen jetzt auch Militärideen. Und ich habe gerade meine zweite Militärideengruppe fast voll. Jetzt kommt der Fallala. Und dann muss ich erstmal was Nicht-Militärisches nehmen. Das heißt also, mein Vorsprung beim Militär, der wird jetzt nicht mehr, Militärtechnik, der wird jetzt nicht mehr groß wachsen. Er ist gerade, also ich glaube, er ist jetzt, wenn die Franzosen auf Stufe 12 demnächst kämen, wo ich bin, dann lässt der Vorteil ja auch schon wieder ein ganzes Stück nach. Also ich denke, wer denn da ein Courthouse gebaut? Waren das die Franzosen? Ja, jedenfalls, ich denke, jetzt ist der größte Vorsprung. Jetzt könnte ich sie nochmal richtig auseinandernehmen. Aber das wird ein Arbeitssieg. Also, die haben immer noch eine riesige Armee. Inzwischen bei Infanterie, Kavallerie habe ich jetzt ein bisschen mehr, aber unglaublich viel Kanonen, obwohl ich in einer Schlacht beim letzten Mal alleine 20.000 Kanonen zerstört habe. Oder, ja, es ist ja die Mannstärke. Es sind ja mehrere Mann, die wahrscheinlich eine Kanone bedienen. Egal. Die Flotte haben wir diesmal, habe ich relativ schnell versenkt gekriegt. Das war natürlich auch, ist natürlich auch sehr angenehm. Deswegen Frankreich auf Platz 3 zurückgefallen. Die Arifit 70 Galeeren. Das ist eine interessante Flotte. Aber die Franzosen 45 schwere Schiffe, aber immer noch nur wieder die ganzen Leichenschiffe. Habe ich fast alle erwischt. Die schweren Schiffe sehen wir auf der Karte. Die sind gerade hier, fahren an die Küste von Holland. Und meine Flotte, die hier gerade aufgeräumt hat, die ist jetzt natürlich eilig auf dem Weg dahin. Also, ich lasse die Zeit schon mal laufen. Die müssen sich eh erholen. Wir gucken, was wir sehen, wo die Franzosen hinrennen. Die flüchten gerade. Ja, und hier ist alles schön besetzt. Ach Gott, wieso stehen die alle hier auf Wladimir? Das ist ein bisschen über. Die wollte ich, glaube ich, weiter bewegen. Das ist ja auch okay dann. Gudrun-Rebellion, Chernigovin. Na gut, da haben wir genug in der Gegend. Ja, Ostfriesland wird belagert. Er wird mit Schiffen blockiert, okay. Abyssinien habe ich schon eine königliche Hochzeit, glaube ich. Oh, ein Bauernaufstand. Ja, mit denen haben wir schon. Serbien haben wir bald belagert. Die stehen hier aber auch ein bisschen nutzlos, dass hier so viele rumstehen. Leider können wir hier gar nicht durchmarschieren. Das ist halt immer das Doofe mit Bessarabia, die Burg. Deswegen, die wäre auch eine hohe Priorität zu holen. Und Mecklenburg möchte ich ja haben. Um das zu verbinden und Galizien, nämlich schon im Stich gelassen. Dann könnte ich ihnen mal Greifswald abnehmen. Und mich dann hier langsam die ganze Küste einnehmen. Das ist für meinen Haupthandelsknoten halt auch so ein hoher Gewinn dann. Oh, Arifiz gegen Umayyads im Krieg. Ja, die Arifiz werden auch mal mächtiger. Gut, wenn ich Frankreich zu entscheiden schlage, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass das Spiel dann irgendwann langweilig wird. Denn wenn die Franzosen jetzt schon
keine Bedrohung mehr sind. Oh, guck mal. Stopp, was machen die da? Ah! Oh, die sind uns entgegengekommen. Ah, wir haben nur gut die Hälfte erwischt. Die fahren nach Skagerrak rein. Ja, jetzt wollte ich gucken, belagerte das Brunswick ernsthaft? Ja, die stehen tatsächlich auf Brunswick. Naja, aber die sind wieder fit genug. Ihr könnt mal darüber gehen und da dann auf halbem Weg vielleicht da schon mal 1000 Mann lassen, die Hannover belagern. Okay, hier werden es allmählich mehr. Ja, die ersten Burgen der Franzosen werden auch demnächst fallen. Aber ich glaube, ich habe irgendwas anderes vergessen. Ist ein paar Tage her, als ich zuletzt weitergespielt habe. Jetzt, da kommen wir etwas benachteiligt rein. Ah, wir haben eine große Dame der Geschichte, den DLC haben wir. Grain, nie, Meile. Ach Gott, was für eine Kultur ist das überhaupt? Ich kann das ja gar nicht aussprechen, wenn ich nicht mal weiß, welche Kultur. Ah, ich mach die Schlacht mal eben aus. A woman known as Grain, nie, Meile has arrived at our court to petition the release of her sons Thibaut Burke and Morrow O'Flaherty and her half-brother Donald na Piopa. She's the queen of Umail, chieftain of the Umail clan, a known trader and supposed pirate. Ist das schottisch? Oder irgendwie welsch? The Sea Queen of Connacht, they call her, ach, irisch. Owner of Hens Castle. It was named so because of her first husband's attitude after he had taken a fortress in the Low Corrib from the Joyce Clan, which first named it Cox Castle. Ach Gott. Der Text ist gerade sowas von furchtbar vorzulesen. Cox Castle, ist das jetzt wirklich was Schlüpfriges oder was? When he died, the Joyces tried to retake it, but Grainy Mail defended it vigorously and they became so impressed that they renamed it Caislenna Circe, the Hens Castle. Ach, der Hahn und die Henne. Ah, okay. Aber da hat er bestimmt... Weiß ich nicht, ob der da seine Affären hatte. There's a legend, a story about her defending the castle from the English by taking lead from the roof of the fort... Ach. Lead, okay, Blei, from the roof of the fortress, melted it and then poured it onto the heads of the attacking soldiers. She withstood the siege until help arrived and the English were beaten back. Having her as our advisor or admiral could be worthwhile. Oha, das ist eine große Militäranführerin, die Dame. Ein Skill 2 Commander. Heißt das, die kann wirklich Armeen anführen? Denn da hätte ich eher mal Bedarf als an noch einem Berater. Okay, wir können gerade nicht noch einen nehmen, aber sie stünde zur Verfügung. Do you she asked to make her an admiral? Nee, das brauchen wir nicht. Just release the prisoners, 10 Prestige. Ich mach diesmal das, denn wenn ein General ausfällt... Kann aber sein, dass sie einfach nur hier auch so eine Beraterin ist. Ah, da ist sie. Oh, die bringt auch 5% Disziplin. Das haben wir schon mit Bern. Ah, gut, hat nicht das was gebracht, was ich wollte, aber... Boah, nur 2,4 Dukaten im Monat. Ja, haben wir das mal gesehen und sie ist erst 30, wird also noch ein Weilchen da hier zur Auswahl stehen. Geboren in Oldenburg. Na gut, in der Hauptstadt, das stimmt jetzt nicht. Oh, ja, ich muss dringend hier helfen. Okay. Serbien könnte allmählich ja mal fallen. Ja, das drumherum dann einnehmen, das ist kein Stress deswegen.
Okay, wo fahren die hin? Stimmt, da muss ich weiter folgen. Auch wieder zurück zur südnorwegischen See, okay. Und die Schlacht wieder an. Jetzt fährt er nach Helgoland, okay. Okay, das wird ein Totalverlust vielleicht für die Franzosen, ne? Ja! Zwei schöne Ereignisse auf einmal. Die Belagerung von Serbien ist vorbei. Kroatien hat die Kontrolle und das ist mir recht, denn wenn ich die Franzosen hart besiege, kann ich ihnen gar nicht so viele Provinzen abnehmen, ohne halt allzu aggressiv darzustellen. Da würde ich den Kroaten gerne auch mal hier ihre verlorenen Territorien zurückgeben. Ach Gott, ja, ich verteile hier schon die Beute, bevor... Okay, das war eine klare Sache. Da habe ich mehr Verluste dadurch verschleißt, weil da zu viele auf einen Haufen stehen. Steht der in Leipzig dumm rum? Oh, wo wollen die hin? Na, dann teilen wir uns mal. Holen wir uns die. Ich glaube, dann können wir auch mal anfangen. Frankfurt belagern wäre ja auch eine nette Idee. Ansbach befreien würde mir auch gefallen, aber das hat ja, ist ja keine Burg, das ist nicht so dringend. Ja, wo fahren die jetzt hin? Ach, jetzt fahren sie nach Holland rein, okay. Dann blockiert sie da mal. Okay, die Kroaten, die ziehen dahin. Temps und Vidin. Gehen wir mal nach Nice und werden Sofia belagern. Ja. Das ist ein Plan. Die will zu unserem Wismar. Hier müssen wir mal ein bisschen was abfangen. Lappland fast fertig repariert. Ah, es gibt auch mehr Beute, wir besetzen schon mal mehr. Ah, ich wollte doch mit die hier. Danke. Gut, dass er die Belagerung nicht zurückgesetzt hat. Das hätte mich jetzt bis nahezu Spielstandladen geärgert. Okay, Hannover ist fertig. Bamberg, achso, aber von den Franzosen. Ah. Ah, hier haben wir welche erwischt. Ach, wir müssen über Wismar gehen. Okay. Sehe ich nicht ein, aber... Na, dann geht mal gleich. Holt Ansbach und Bamberg zurück, dann ist so... Okay, die sitzen fest. Wie sind das alle Schiffe, die sie noch haben? Nee, es gibt noch 11 schwere Transporter. Ja, die leichten, das heißt, ich kann also... wie viele sind es hier? 16. Können wir mal aufsplitten, ein bisschen mehr blockieren.
Achso, Blockade kann man auch. Ach, der weiß ja noch, wie viel ich zum effektiven Blockieren absetzen muss. Gott, oh Gott. 33 leichte, sehe ich das richtig? Ja, 33 leichte Schiffe würde zum Blockieren da lassen wollen. Aber da sind ja noch die im Hafen, das, also. Muss ja auch, die müssen ja auch stark genug sein, die zu schlagen. Da kommt was. Über Koblenz. Na, die haben keine Kavallerie. Ich meine, die Moral sieht scheiße aus, aber die haben weder einen Anführer noch Kavallerie. Das obere riskiere ich mal, weil ich mich wegen den 30.000 hier schon mal sammeln. Okay. Wir gehen jetzt nach Mainz, ja. Okay, wir brechen die Belagerung hier ab. Die hat eh gerade erst angefangen. Die müssen einen Moment aushalten, bis Verstärkung kommt. Aber hier klappt es ganz gut jetzt. Okay, die Wolga-Bogan fangen ab, was hier so durchkommt. Das gefällt mir. Oh. Dann geht man nach Kasimov. Halt, ihr bleibt mal stehen, einen Moment. Okay, da hat die Schlacht angefangen. Nö, ja, die Kanonen haben wir nicht erwischt. Die gehen nach Regensburg jetzt. Okay, kriegen wir nicht abgefangen, dann sollen sie lieber da helfen, um das entscheidend, um das deutlicher zu machen. Mich stört Brandenburg etwas. Ich glaube, ich lasse ihn mal nach Brandenburg, einen Teil da, um Brandenburg zu belagern, um mein Sichtfeld zu erweitern. Okay, was lässt er da zum Belagern? Nur die leichten Schiffe lässt er lieber belagern. Ich weiß nicht, ob die effektiver sind oder aber es ist einfach so eine Priorität, ist, die leichten dafür einzusetzen. Ich glaube, ja, da gewinnen die Wolga-Bogan auch. Oh! Sibirer sind los gerade nach Kasimov. Dann gehen meine auch mit. Am 7. März treffen die sich. Aber jetzt müssen wir. Jetzt muss ich natürlich hier vor allem gucken. Ach, die gehen jetzt auch nach Mainz. Dann, gut, dann geht auch nichts verloren. Man kann eigentlich mal Memel ein bisschen blockieren. Ist nur die Lappland. Ist nur ein Schiff, aber. Es ist dumm gelaufen, wir haben noch gar keinen Anführer da. Da kommt gleich einer, aber. Oh, da kommt was! Treffpunkt wie den.
Ihr müsst euch auch nicht mit einem Mann da weiter stehen bleiben. Ich habe gerade keinen Anführer frei. Kann gerade keinen Anführer draufsetzen. Okay, ihr kriegt gleich einen Anführer, wenn ihr bei Tarnovo seid. 21. März. Oh, ja, die haben wir erwischt. Dann können wir auch wieder umdrehen. Okay, Kroatien hat was besetzt, sehr gut. Alle hin nach Wedin. Ich komme rechtzeitig an, dass die hier keine Probleme kriegen. Das könnte allmählich auch mal fallen, finde ich. Ah, hier könnten auch mal Schiffe helfen, indem sie das belagern. Ja, vielleicht schon angeschlagen, die nicht mehr so kämpfen sollen. Die Schlacht von Mainz. 12.000, 6.000. Die Kanonen kriegt man einfach nicht viel kaputt. Ja, okay, aber das war auch wieder. Oh, und die kommen jetzt zu spät an. Das ist immer schön. Wenn da welche Nachzügler reinlatschen. Ah. Die berühmte Uckermark. Ja. Die belagern wir gerade. Wer weiß, das ist bestimmt eine Angela. Da wird irgendwann eine Angela. Angelique wird da irgendwann geboren. Ah, jetzt haben wir zwei Sterne, General. Wird auch wieder gekämpft. Ah, Sibir hat Kasimov. Tirgovist nach 69 Tagen belagert. Das ging schnell. Okay, die brauchen nicht mehr helfen kommen. Zu weit nach Norden möchte ich nicht, da stehen die Helatschen da zu viele gerade rum. Fangen wir es mal ganz gemütlich da an. Ich kann mal da ein bisschen vorsichtig reinlugen. Na, Kanonen haben sie noch mehr. Für Manpower ist noch übrig. Okay, also der Gesamtfutter gegenüber mir alleine schmilzt, aber wir haben noch Verbündete. Also ich treib's diesmal so weit, wie meine Verbündeten mitziehen halt, ne? Die werden natürlich auch irgendwann wieder sagen, keine Lust mehr, wir haben nur doch.
Gut, die Blockade können wir auch noch hochtreiben. Also ich will ja Aufstände produzieren. Also das Traumziel wäre, am Ende des Krieges steht Frankreich ohne Truppen, ohne Manpower da und die Unruhe sucht, dass über Rebellionen ausbrechen. Und das... Wenn wir... Die Uckermark, ja, danke. Okay, die Schlacht... Oh, da haben wir nicht... wieder nicht alles erwischt. Naja, genug. Können sich die größere Armee aber auch schon mal gleich... Na, erstmal lassen wir auseinanderlaufen, dass es übersichtlicher wird. Neue Schlacht von Mainz. Gut 5000 bei uns verloren. 18.800 bei den Franzosen. Wir haben die Kanonen überlebt. Also die haben... Ja, noch haben sie mehr Infanterie als Kanonen, aber das... Gut, also Frankfurt neu belagern, dann werden wir mal Ansbach Bamberg befreien, gucken, was wir dabei noch nebenbei abgreifen können. Ach, die sind fertig. Ja, dann nehmen wir das auch mal her. Oh, ja, das haben wir jetzt. Da haben wir einen Kern gebaut. Das hat schon. Oh, das hat schon. Da hatten die alten Besitzer schon gut gebaut. Unruhe 14,1%. Ich gebe dem mal mehr Autonomie. Ja, da. Weil wir haben ja Zeit, die Autonomie sinkt langsam. Von selber. So, wollen wir da oben mal mit aushelfen mit denen? Okay, die gehen nach Bratislav rauf, okay. Können sogar noch investieren. Fünf Schiffe brauche es nur, um Finisterre komplett abzuriegeln. Hier sind meine Galeeren. Ich fühle mich jetzt auch sicher genug, dass ich die auch mal hier ein bisschen blockieren lasse. Erwischt, ja. Okay, Tula, ja, die 2000 hatten gar keine Chance. Wie kontrolliert dies vor, dass ich verstehe, wenn sie nicht belagert wird? Okay, das kann ich mir noch vorstellen. Die können da halt Ausfälle machen und so. Die Wege führen da direkt dran vorbei, aber ja, na gut. So, und ihr solltet mal splitten.
Ach, die blockieren gar nichts. Das kann sein. Ja, wenn das dazu gehört hier und Morbihan gehört zu dieser Bucht. Garlich. Na, endlich. Ich überlege das hier, aber das können die machen, wenn die fertig sind. Und hier sehe ich mehr Bedrohung. Könnte mal wieder über freundliches Gebiet ein bisschen wandern. Oh je, die quetschen sich da oben durchs Eis. Ah, zum Glück ist Mai, da geht das wieder. Erwischt. Oh. Verbliebenen Schiffe, schweren Schiffe, wir haben sie gefunden. Siehst du, hat er meine Galeeren gesehen. Galeeren, das wäre heldenhaft, wenn sie das schlagen, aber... Wie stark sind die denn? ...15 Kanonen, 10 Holzseis. Schwere Schiffe haben. Über das Dreifache an Kanonen. 2,5-fache. Jetzt weiß ich nicht, ob die auf dem neuesten Stand sind, die er da hat. Die kriegen hier einen kräftigen Bonus. Moment, im Baumenü sehe ich das, glaube ich, besser. Okay, die haben doppelten Bonus. Dann sind die halt, als hätten sie 30 Kanonen. Karaken haben nur 50. Okay, wir haben sind dreifach überlegen zahlenmäßig. YOLO. Das machen wir mal eine interessante Schlacht. Ja, hier ist Chef persönlich am Anführen. Die sind dann auch gleich verknuspert. Momentan bauen sie ja noch fleißig nach, vermutlich, deswegen. Abfang ist so schwierig, hier kann ich mich wieder schlecht bewegen. Ja, geht mal zu der Burg weiter. Okay, das können wir machen. Da sind 2-Sterne-General dabei. Das wird spannend. Da kommen Wolgaburg an, haben wir kein Problem mit. Kann ich hier aber doch mal welche schon mal auch in die Richtung schicken. Ja, das geht. Mann, macht mal hin da oben. Habt ihr kein... Ein paar Kanonen habt ihr doch auch. Schlesien in diesem Protektorat Frankreichs.
Ja, so viel können die nicht machen. So, kommt ihr noch zum Spielen? Ne, wir sind stehen geblieben, blockieren einfach. Ah, da sind wir jetzt auch mal Kanonen draufgegangen. Potsdam ist schön, das nehmen wir uns. Oh, da kommt was. Ja, doch noch nicht zu weit die Kräfte verteilen. Na, lieber auf Nummer sicher gehen. Zeit ist ja, es vergeht ja gar nicht viel Zeit bei dem, was ich hier mache, also. Ich glaube nicht, dass wir den da einholen können. Nee, knapp. Wir holen den da höchstens. Wir können es mal dahin bewegen. Okay, das ist hier gerade wohl die spannendste Ecke. Da sind wir aufgehalten worden. 3 Tage noch durchhalten, Jungs. Okay, das ist gegessen. Ah, und hier haben wir sie eingeholt. Ich mag die Seeschlachten lieber, wenn man da die Namen sieht. Den Hinterherren wäre natürlich potenziell gefährlich. Interessiert nur, würden wir es überhaupt schaffen? Ja, klares Nein. Und splitten mal, dass wir die beiden verbündeten Gebiete wieder rausholen. Wo will der hin? Mission accomplished hier.
Gut, die 16 schweren sind die, die hier nicht raus können, glaube ich. Ja, 16 schwere. 3 Transporter und 8 leichte Schiffe. Gibt's noch einen Lappen? Eins war hier noch. Ja, gut. Das würde sogar meine Transportflotte gewinnen gegen 7 leichte. Wenn sie zusammenbleiben. ...125.000 Kanonen. Das werden nicht weniger, aber wenn es nachher noch Kanonen sind, was will er noch machen? Und ich will die 25.000 erwischen. Bestimmt mit Flüssen doof, aber wir haben einen General. National Epic. Our subjects have taken to telling tales and legends about Walter the First of Leod Walding. The legend says, das war der Vorgänger, ne? Der. Wir sind ja schon bei Ruslan, seinem Nachfolger. The legend says that in Great Britain's darkest hour he will return to our nation and deliver it from evil. Regardless of the truth in that statement, we could use this in our propaganda. Yes, I love a good story. 10 administrative power, 250 Dukaten, oh Gold haben wir genug. Yellis Prestige plus 1 für 20 Jahre. Wir gewinnen gerade, vor allem glaube ich durch die vielen gewonnenen, weil wir so viel Schlachten gerade gewinnen. No, our people should focus on the here and now. Und der Prestige, das nehme ich. Hier haben wir Magdeburg. Weiter nach Anhalt. Was bauen die da? Ach, Infanterie. Endlich Karriere, 335 Tage lang belagert. Jetzt sind die Schiffe auch da. Naja, wenn es auch bei den kleinen Belagerungen gleich hilft, dass die da in der Weißen See rumstehen. Und Jungs, geht mal da runter, arbeitet da schon mal ein bisschen. Die tun wir zusammen. Jetzt sind die auch schlagkräftig aufgestellt. Ja, die 3000 stehen hier so sinnlos rum. Burgen belagern. Die kriegen keine Burg belagert, aber könnte mir auch schon ein bisschen Einkommen da abnehmen. Good job, Kroatien. Warte mal, da kommen aber gleich 40.000 hier. Die waren in die Richtung unterwegs. Die müssten ja irgendwann auch mal ankommen. Da kommen auch nochmal 15.000. Gut, die Hauptarmee habe ich gerade hier. Ich glaube, Ulm belagern ist keine so tolle Idee. Da verzettel ich mich zu sehr. Ich sammle mal wieder ein bisschen. Ja, das lasse ich auch mal bleiben hier. Hier arbeite ich mich ja ein bisschen vor. Im Limit? Ja. Schiffe darf ich noch bauen, wie blöde. Könnte sich fast allein zum Belagern lohnen, noch leichte Schiffe hinterher zu werfen. Naja, hat so schnell krieg ich keine entscheidende Stippzahl so schnell hochgezogen.
Ich riskiere die 1000 alleine, um ein bisschen weiter, ein bisschen mehr Sichtfeld zu kriegen. Also ein bisschen größer. Also, ja, ihr wisst, was ich meine, auch wenn ich das vielleicht gerade nicht korrekt ausgedrückt habe. Sieht ein bisschen knapper aus, als ich gerne hätte. Oh, ich habe so wenig Infanterie inzwischen in der Armee. Aber gut, er. Ah, wir haben Potsdam. Okay, er hat gerade. Der beschießt mich nur mit seinen blöden Kanonen. Volga-Bulgar. Ach, da haben wir. Gut, das haben wir befreit. Wieder nur knapp 4000 Kanonen davon erwischt. So, was macht ihr jetzt? Wir könnten uns an der Krim gleich schon mal abarbeiten. Nicht verzetteln. Nee, kommt mal lieber auch in die Nähe hier. Eigentlich würde ich lieber gerne den Westen belagern, damit der Osten einen Aufstand macht. Da ist ja die nicht-französische Bevölkerung. Immer nur bis Anhalt. Bisschen viel Feind, der hier rumschwirrt. Ah. Boah, 32 Schiffe muss er hier behalten, um das alles zu blockieren. Hier. Auch ganz schön. Also alles belagert. Fehlt gleich so viel. Ich meine, ich habe hier die halbe Flotte halt hier stehen. Wenn ich nochmal Holland besitzen will, aber hier sind zwei Burgen davor, Utrecht. Ja. Ah, 57,3% belagern. Die kommen uns entgegen, okay. Dann nimm du auf den Flussabzug. Okay, die gehen nach Pojoni. Sind doch wieder ein bisschen mehr hier hoch. Ich mal Lublin. Das ist ein Hey, da war ich schon mal in echt. Die sind immer noch nicht fertig, hier rüber zu marschieren. Das sind so lange Distanzen da. Ah, da ist die große Armee.
Okay, ich glaube, das gibt gleich eine kleine Entscheidungsschlacht in Ansbach. Ich glaube, wir könnten stärkeren General gebrauchen. Wo sind denn die anderen? Ja, ihr habt Kaltran Adamar, der ist ja gerade frei. Doch ein bisschen dünn jetzt hier. Ja, mit Flussbonus. Oh, wie süß, ich hab Nassau besetzt. Who cares? Oh, dieser Moralvorsprung. Da kriege ich aber auch keine Verstärkung so schnell hoch. Naja, selbst wenn ich eine Schlacht verliere, die Verluste haben wir ja gesehen, sind immer auf seiner Seite. Ihr könnt auch mitkämpfen, ihr müsst da eh gleich wegrennen. Nur mit viel Glück würdet ihr die Belagerung von Frankfurt fertig kriegen. Naja, so viel Glück haben wir nicht. Ich spiele auch kein Lotto. Ach, ihr baut da neue Schiffe. ...59% Blockade haben wir hingekriegt. Immerhin. Aber noch hohe Kriegsbegeisterung. Gut voll. Oh, da haben sie fleißig nachgebaut. Gut, Manpower Reserve, da sind wir inzwischen überlegen, aber er hat insgesamt immer noch mehr. Aber man weiß, dass wir Manpower Reserve haben und hier... ja, bei Kavallerie vor allem haben wir einen deutlichen Vorsprung. Endlich! Ich weiß nicht, warum er so planlos da 2000 Einheiten Artillerie hinschickt. Ah, hier sind wir fertig. Gut, dann kümmert ihr euch mal mit um die Krim. Hier die Schule.
Vielleicht gewinnen wir das hier doch noch. Dass die Bewegung völlig blockiert. Okay. Schade, die haben einen General mit Manöver, deswegen haben sie den Flussabzug nicht. Seit die zur Makuria den Krieg erklärt. Oh, nö. Makuria mag ich. Die Zeit sind auch nicht mehr viel. Würfelt höher! Ah, die habe ich verloren. 31.000, über die Hälfte der Gott. Über 30.000 Infanterie haben die Franzosen aber dabei verloren. 9.000 von 13.000 Kavallerie. Keine der Kanonen, aber. Gut, dann bin ich hier mal zurückgeschlagen für den Moment. Die ziehen sich zurück. Aber ich ist geschlossen, das ist auch gut. Ich glaube, das reicht für diesen Teil. Die werden sich sowieso erstmal zurückziehen nach, ich hoffe, nur Hamburg oder so. Ja, nach Hamburg, das ist gut. Na gut, Hamburg ein bisschen erholen. Lass ihn ihr Hunden halt ein bisschen wieder belagern. Bessarabien wird dann hoffentlich demnächst auch mal fallen. Oh, die Karte sieht aber schon nett aus, wenn wir hier noch was einsacken. Würde er überhaupt schon aufgeben? Karelia, Kolmogorje, ja. Ein Viertel erstanden. Mehr nicht. Ne, da machen wir noch weiter. Vosko 34% und ich würde gerade mal hier zwei dünn besiedelte Gebiete zurückkriegen, die mir mal gehört haben. Nix da. Also, viel Spaß noch. Auch bis zum nächsten Mal. Ciao.